So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wieder eine neue Folge Pokémon Go, wieder ein Raid-Boss-Wechsel. Und wie beim letzten Raid-Boss-Wechsel, wir stehen wieder an der Bushaltestelle. Jonas ist schon wieder krank, Jonas hat Fieber, muss schon wieder zum Arzt. Mein Auto ist immer noch in der Werkstatt nach 4 Wochen. Ja, Donnerstag ist es fertig. Oh, wir kamen noch nicht dazu, aber nächsten Donnerstag. Ach nee, wir kamen noch nicht dazu. Den Donnerstag darauf können Sie es ja mal probieren. Wissen Sie was? Wir kamen doch noch gar nicht dazu. Jo, 38,9 Fieber. Das heißt, wir stehen jetzt hier 7 Uhr. 16 kommt der Bus in die Stadt. Kein Muttertier da. Ramses alleine in der großen, weiten Welt. Stress an anderen Baustellen, der sich schon wieder ansammelt. Da musst du wieder da gucken. Da hast du hier noch das mit dem Zahnarzt. Da hast du hier die böse Frau, die dich jetzt schikaniert, wo du denkst, es kann doch nicht sein. Aber Jonas geht's gut, hoffe ich dann nach dem Tag heute. Zäpfchen ist schon im Bobs. Was ihn immer glücklich macht, ist, guck mal, Jonas. Ja, wenn er die Mütze immer kriegt. Die Mütze, die Bierpower-Mütze, da freut er sich immer. Aber wir fahren jetzt in die Stadt und dann gucken wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Und vielleicht finde ich ja sogar noch einen Raid. Kann ich noch irgendwie hier mit so rein? Na gut, da geht das ab 11 auf, also ist egal. Das wird nichts. Das ist aber trotzdem das Intro für den Community Raid. Wenn ich nämlich heute Nachmittag einmache, habe ich dieses Intro. Bis gleich. So sieht ein begeisterter Busfahrer aus. Nee, Busfahrer, Buspassagier. Denn wir haben es geschafft, wieder mal bis zur Sachsenstraße zu kommen. Ihr wisst ja gar nicht, wie ungewohnt das ist, plötzlich ohne Auto Bus zu fahren. So, hier ist ein Kanal, das sieht gut aus. Wenn ihr den Kanal voll habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir überleben den Tag. Jetzt aber ab zum Arzt und wieder 3 Stunden warten. Und dann gucken, dass man irgendwie zurückkommt. So, 7.40 Uhr bin ich beim Arzt rein. Jetzt ist es 9.30 Uhr oder irgendwas. Ja, gleich hat Ema zweimal gebimmelt. Es ist also genau halb. 9.30 Uhr beim Arzt wieder raus. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch wieder heimfahren, weil der Raid-Bus-Wechsel ist erst ab 10 Uhr und erst ab 11 Uhr gehen dann Raids auf. Kann ich also jetzt heute hier am Mittwoch nicht auf einen Raid warten. Muss ich das nachmittags mal mit Pupsi oder so machen. Raid am Mittwoch kann ich auch nicht aufnehmen, solange wie keiner da ist. Gibt es am Mittwoch halt eine News-Folge, dann gibt es am Donnerstag Raid am Mittwoch am Donnerstag und den Community Raid am Freitag, obwohl der Mittwoch trotzdem frisch aufgenommen wurde. So ist die Woche dann auch wieder voll. Perfekt. Wir gucken mal, ob wir jetzt einen Bus finden, der uns dann nach Hause bringt. So, es hat sich noch mal so lange gezogen. Ich habe gedacht, wir können einfach nur heim, aber wir mussten ja jetzt noch mal in die Apotheke. Jonas ist eingeschlafen. Guckt dir das an. Der schläft, der verschläft wieder sein ganzes Leben. Eigentlich hätte man noch was Wichtiges gebraucht, was aber nicht geht, weil Jonas bei der DAK versichert ist. Bei der AOK wäre das kein Problem, wurde mir gerade erklärt. Ich bin AOK. Jonas ist DAK. Welches Team seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Team DAK, Team AOK oder gibt es noch was ganz anderes? Jetzt musste der DAK Druck machen oder wechseln, damit die jemanden verlieren, der sein Leben lang jetzt versichert werden möchte. Aber hier geht's gleich weiter mit einem Raid, glaube ich. So, jetzt haben wir es geschafft, endlich einen Raid gefunden. Ich muss mal kurz hier drauf. Da ist der Evil-Tal drin. Pupsi ist auch da. Jonas ist da. Mir geht's so dreckig. Alle fiebern mit. Ach, ich bin hier auf dem falschen Raid. Ich bin hier drüben auf das Krypto-Quapsel gekommen. Moment. Jetzt gehen wir hier rein. Also wir können schon rein, das ist wichtig. Wir laden ein Matze Nordland ab ins Tierheim. Netgoes, Henry Niki, fein lecker Bier. Shenaya wird von Pupsi eingeladen. So, was kann ich noch kurz zeigen? Evil-Tal, es ist ja ein Community Raid. Also erstmal, ich habe den Raid hier in der Gruppe gepostet. Hier sind Raids. Da ist der Raid drin. Da ist der Formularfischer. Wir sitzen jetzt um die Ecke, ne? Da ist, steht alles bei, dann die Leute, die sich eingetragen haben. Also Telegram-Raid-Gruppe, Link in der Beschreibung, wer immer mal zusammen reden möchte. Dann habe ich was, eine Konda-Liste habe ich bestimmt auch noch. Ich muss die Gedanken sammeln. Hier im Community-Tab sind die Konda gegen Evil-Tal drin. Das Typ ist Flug und Unlicht. Ihr nehmt also am besten Gestein
gegen Flug, ihr nehmt Eis, gegen Flug, ihr nehmt Elektro, gegen Flug oder ihr nehmt Fee, gegen Unlicht. Megadian, sie steht hier vorne drin. 21,60 und 27,01 sind die 100er wert. Bei mir hat es hier Krypto Gardevoir mit Fee und auch Krypto Rihonyo. Hier drüben beim Samyang Bulldog ist nur Krypto Gardevoir. So, hier seht ihr Pupsi. Da ist Jonas, der hat gerade so genießt, dass der ganze Rotz und Schlodder aus der Nase rauskam. Jetzt musste er erst mal 3 Jahre ein Taschentuch suchen. Jetzt ist er gesaved, ne? Bei uns ist heute Freitag. Ich habe das Video eigentlich am Mittwoch angefangen, weil am Mittwoch war Raid Boss Wechsel. Es ging sich nicht aus, einen Raid zu filmen. Es ging sich Donnerstag auch nicht aus, einen Raid zu filmen. Heute ist Freitag. Letzte Nacht war das Fieber wieder bei 40,1. Jonas, Schatz, alles Gute. Wir mussten heute schon wieder zum Tierarzt, genau. Wir waren heute schon wieder beim Kinderarzt. Während am Mittwoch die Ohren noch in Ordnung waren, sind die Ohren jetzt auch noch gerötet innen drin. Wahrscheinlich hier, wie heißt, Mittelohr, Gehörgang, Entzündung, Syndrom. Auf jeden Fall, ja, es ist jetzt Wochenende. Am Montag soll es ja eigentlich in Urlaub gehen. Mittlerweile wurde der Urlaub auch genehmigt. Das finde ich sehr gut. Da gibt es keinen Stress, keinen Ärger. Es hat ja mal doch was geklappt. Seitdem geht es mir immer schlechter. Man hat Hitzewallungen, man schwitzt die ganze Zeit wie verrückt, die Nase läuft immer zu, der Hals kratzt, der Husten setzt ein. Da muss man gucken, wir müssen jetzt durchs Wochenende irgendwie durch. Das heißt, Evil-Tal, Community Raid und alle fiebern mit. Irgendwie so müsste auch dann der Titel sein. Obwohl, Sandra geht's ja gut, Marie geht's auch gut, aber... Was ist das? Da liegt eine... Wenn ihr mal hier sitzt, guckt mal in die Hecke rein. Das sind immer lustige Sachen versteckt, sehe ich gerade. Weil die Leute da immer so, weiß ich nicht, irgendwas immer so da reintun in die Hecke. So. Hast du dir den 100er Wert gemerkt? Nee. 21,60, genau, gut aufgepasst. Und 27,01, das Ding kann natürlich shiny sein. Das Ding ist eigentlich, oh, bin ich bescheuert. Jetzt habe ich gedacht, 21,01, da ist das 100er, aber nein, es war 21,60 und 27,01. Also mit Wetterbrust 01 hinten wäre auf jeden Fall gut gewesen. Jetzt ist es aber 21,01. 21,23. Ich habe hier also 20,99 und 21,01. Ja, was will man noch sagen? Es war auf jeden Fall richtig schön, mal wieder Bus zu fahren. Auch wenn man diesmal alleine war. Das Muttertier ist gerade nicht mehr da. Kindergarten-Eingewöhnung verschiebt sich immer weiter. Jetzt kommt noch der Urlaub dazwischen. Und boah, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Urlaub, aber vielleicht tut es einem ja gut, einfach mal nicht zu Hause krank zu sein, sondern im Urlaub krank zu sein. Das hat auf jeden Fall viel Sinn. Und dann machen wir hier schnell noch das Evil-Tal. Das ist dann mein Abschiedsgeschenk von mir für euch. Am Samstag ist eigentlich Community Day. Das weißt du ja, dass morgen Community Day ist. Habe ich eigentlich auch gar keine Lust. Aber vielleicht Attacke. Jonas ist immer, der macht immer hier zack. Deswegen vielleicht machen wir trotzdem morgen Community Day. Sonntag seht ihr dann endlich dieses Video. Montag sind wir dann nicht mehr da. Ich muss die Woche kürzer treten. Ich glaube, ich werde auch nichts großartig vorbereiten. Vielleicht ein paar Ramses Kitchen Videos oder so. 21,01, okay. 2 Sterne, Meiningen, okay. Kann man machen. Ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Ist ein cooles Tauschding, wenn ihr mal lucky seid. Tauscht das ruhig ein bisschen lucky. Jetzt sind sie weg, dass Jonas nicht die Party stürmt. Gucken, vielleicht können wir einen kleinen Vlog machen. Im Urlaub oder so, aber eigentlich bin ich total abgebrannt, nee, ausgebrannt, ausgelaugt, Burnout, alles mäßig. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr schon Evil-Tal gefangen? Schreibt's mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt schlafen. Geht aber nicht. Tschüss.